Schönen guten Abend euch allen. Das ist der Talk Moderne Kommandozeilenwerkzeuge in der Alleine zu Hause Edition. Ja, ich hatte die letzten 2,5 Jahre zu viel Zeit. Vorab, also weil es mir ein persönliches Bedürfnis ist, ich weiß nicht, wer es von euch schon mitbekommen hat, der wunderbare Sven Guckes hat uns ja heuer leider verlassen, relativ plötzlich. Und es ist mir persönlich ein Bedürfnis, diesen Talk dem Sven zu widmen. Der hat mich seit über 10 Jahren begleitet auf Events und hat mir auch die Kommandozeile näher gebracht. Und wenn ich da ein bisschen die Fackel aufnehmen und weitertragen kann, dann freut mich das sehr. Und ja, wie gesagt, das hat mich ziemlich gedrückt damals. Aber nichtsdestotrotz, wir befinden uns am vorletzten Tag der GPN. Abend ist es, der Junk wartet auf uns und noch ein paar andere Dinge. Hashtag GPN20, wenn ihr twittern oder tuten wollt. Ich bin da leider, falls sich das noch nicht herumgesprochen hat. Die Slides gibt es alle nachher auf meiner Homepage und im Fahrplan zum Herunterladen. Ich habe bei allen Tools heuer auch, nachdem wir jetzt alle gelernt haben, was ein QR-Code ist und wie der funktioniert, bei jedem Tool auch einen QR-Code dazu. Also wer gerne mit dem Handy fotografiert, kann sich da gleich vom Foto den QR-Code, den Link zu dem Tool runterladen. Ja, wie Sarah schon gesagt hat, wie immer Zwischenfragen, Zwischenrufe. Ich habe ziemlich viel Content, also wenn man es ein bisschen kurz halten können, vielleicht haben wir am Ende dann noch mehr Luft, aber wie gesagt, prinzipiell bin ich für Zwischenrufe durchaus zu haben. Großes Dankeschön auch an alle meine Twitter- und Mastodon- und sonstigen Followerinnen und Follower. Ich möchte da ganz besonders herausstreichen den Matthias Genia, der hat bis Mitte 2021 einen sensationellen Newsletter zum Thema moderne Kommandozeilentool rausgebracht, ist leider jetzt auch eingeschlafen. Ich vermute mal, bei ihm wird auch irgendwie das Leben Priorität gehabt haben. Und ansonsten auch alle, falls ich jetzt jemanden noch vergessen habe, schreibt mir bitte, ihr kommt auf die nächste Slide. Wer war schon mal in einem von meinen modernen Kommandozeilen-Talks? Wiederholungstäter. Okay, viele nicht, das freut mich. Das ist schön, herzlich willkommen. Für euch, die jetzt hier neu, die anderen kennen das schon, die dürfen wir mal kurz 2 Minuten abschalten. Für die, die neu hinzugekommen sind. Meine Motivation war irgendwie so, wie sich bei mir der Fünfer vorne im Alter hingeschlichen hat und ich gemerkt habe, so in meiner Reaktion auf System D und was da so neu dazugekommen ist, habe ich gemerkt, so, naja, so wirklich neue Dinge aufnehmen, das wird langsam schwerer und man wird ein bisschen unflexibler und irgendwie, das alte Zeug funktioniert doch eh, wieso soll ich mir was Neues anschauen? Und dann ist mir wieder untergekommen ein wunderbares Zitat von einem meiner Lieblingsautoren, Douglas Adams, der einmal sehr schön zum Thema Technologie postuliert hat. Alles, was du kennst und gesehen hast, wie du auf die Welt gekommen bist oder klein warst, das ist selbstverständlich, das ist normal, das benutze ich einfach, das ist einfach Bestandteil meines Lebens. Alles, was technologisch neu in die Welt kommt, wenn ich bis zu ungefähr dem Alter von 35, das ist super spannend, das ist neu, das ist aufregend, da kann man vielleicht eine Karriere machen. Also bei mir war das dann eben das ganze Web-Internet-Thematik, das war so bei mir das Thema. Und alles, was nach 35 erfunden wird, ist wieder der natürlichen Ordnung der Dinge, gehört verboten und ist ganz, ganz, ganz fürchterlich. Ja? Also die Jungen unter euch können das vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen, bei denen die Haare sich mir angleichen oder eher dieses Friedhofsblond haben, die kennen das vielleicht auch schon näher. Und dem versuche ich einfach einerseits auf meiner Seite für mich entgegenzutreten, indem ich mir immer wieder neue Dinge anschaue und auch so ein bisschen versuche ich, das ein bisschen in die Welt hinauszutragen. Sehr schön ist auch ein Zitat vom Rear Admiral Grace Hopper, die solltet ihr hoffentlich alle kennen, wenn nicht, dann googelt bitte diese Dame nach, das ist eine sehr, sehr schlaue Dame gewesen und die hat 1976 in der Computer World gesagt, das gefährlichste Ding, was ein Data Processing Manager, also das war damals das, was jetzt heutzutage IT ist, sagen kann, ist, wir haben das immer schon gemacht. Also wenn bei euch im Büro, in der Arbeit oder so, wenn euch dieser... also,
Man hört es ja auch, ich komme aus Österreich, wir sind da einen kleinen Tick weiter, aber so dieses Thema Fax und so bei euch, ne? Also, sorry, musste sein. Nein, es ist natürlich auch genau das Gegenteil, jetzt ins Gegenteil zu verfallen und zu sagen, ja, nur das Neueste und der heißeste geile Scheiß ist das Richtige. Es ist ein Abwägen. Überlegt mal, fragt mal die älteren Semester, wo überall noch ein Host rennt und ihr werdet euch wundern. Ihr könnt nicht fliegen, ohne mit einem Großrechner zu kommunizieren. Unter anderem. Auch nicht mit dem Zug fahren. Gut, da so viel zur Motivation des Talks, also für die, die heute zum ersten Mal dabei sind. Was ist ein Kriterium für ein Tool, das ich hier vorstelle? Das Tool sollte der Unix-Philosophie entsprechen. Die wurde indirekt oder implizit oder das hat sich einfach so ergeben, als Kernighan und Ritchie und wie sie alle hießen, das sind eine ganze Menge an Namen, angefangen haben, Unix zu bauen. Und auch da gibt es, ich muss wirklich diese zwei YouTube-Links nochmal rausballern und vielleicht auch aufs Blog stellen, gibt es ein sehr schönes Interview, wo sie eben auch erzählt haben, dass sie einfach einmal das komplette Unix-Toolset, das es damals gab, umgeschrieben haben, um genau dieser Philosophie zu entsprechen. Was ist jetzt diese Philosophie? Schreibe ein Programm so, dass es ein Ding gut tut. Ja? Ein Programm ist irgendwann einmal feature-complete und hör auf, dann noch neues Zeug hinzuzuschreiben. Lass das Ding ein Ding machen. Erwarte, dass die Ausgabe eines Programms die Eingabe des nächsten Programmes ist. Also dieses Verketten von Programmen. Ich verkette ein Programm, das ein Ding gut macht, mit einem Programm, das ein zweites Ding gut macht. Ein Programm macht eine gute Textausgabe, das zweite kann gut sortieren, das dritte kann gut suchen und so weiter und so weiter. Also Verketten von Dingen. Und wenn was nicht funktioniert, schmeiß es weg, mach es neu. Fail early, fail often, kennen wir auch schon. Das ist alles 60er, 70er Jahre, es ist nichts neu erfunden. Und benütze, bevor du irgendjetzt eine Praktikantin oder einen Praktikanten irgendeine sinnlose, öde Tätigkeit machen lässt, schreib lieber ein Programm dafür oder lass die Praktikantin das Programm schreiben. Wird dreimal vernünftiger und sinnvoller, haben alle was davon und lernen alle was davon. Das Ganze nochmal in Deutsch. Und der Peter Salus hat das Ganze 1994 dann noch einmal schön zusammengefasst. Also wenn ein Programm das diesen Kriterien entspricht, dann ist es quasi in meiner Liste drinnen. Also alles, was jetzt irgendwie, und ja, das steht jetzt da nicht so, und es sollte ein Standalone-Binary sein. Also alles, was jetzt irgendwie zuerst einmal ein Node.js und eine Datenbank und ein Elasticsearch und noch fünf andere Tools auf dem Laptop braucht, ist da nicht dabei. Ja? Das sind auch alles Tools, die eigentlich offline funktionieren können, also könnt ihr auch in der Deutschen Bahn verwenden. Für die, die jetzt heute zum ersten Mal dabei sind, meine alten Talks gibt es alle als Video und als Aufzeichnung, könnt ihr nachsehen. Es gibt auch die Slides dazu zum Nachlesen für die Links. Als kurzer Reminder, das waren die Tools, die ich 2018 vorgestellt habe. Was bei mir, das ist jetzt mein, und ich stelle euch heute ganz, 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 ganz viele verschiedene Tools vor. Das heißt nicht, dass ihr die jetzt alle nehmen und umsetzen müsst. Es geht darum zu sehen, was es hier gibt. Es geht mehr um den Gesamteindruck. Ja? Was gibt es denn da? Aha, das schaut interessant aus, das schaue ich mir nochmal an. Nein, das ist für meine Use Cases überhaupt nicht interessant. Okay, die zwei Minuten halte ich aus, bis der Martin beim nächsten Thema ist. Ja? Das sind so die Tools, die bei mir jetzt in der Arbeit quasi im täglichen Betrieb hängen geblieben sind. Also ohne Temux, Zshell kann ich überhaupt nicht mehr. JQ geht halt leider nach dem Film mittlerweile. JSON ist auch nicht mehr, also Hipster XML. FZF, also eine Kommandozeile ohne FZF, kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen. Schaut euch den Talk an, das ist wirklich sensationell, dieses Tool. 2019 ähnlich, auch da gab es ein paar Tools, die bei mir hängen geblieben sind. Also im beruflichen Umfeld komme ich ohne Nmon nicht mehr aus. XML Starlet ist im Prinzip JQ für XML, also wer mit Enterprise JSON zu tun hat, kann darauf zurückgreifen. Und der Ultimate Plumber, ich habe ja vorhin gesagt, wir verketten hier immer Programme, die ein Ding gut tun, und dieser Ultimate Plumber ist super praktisch für genau dieses Verketten, weil er mir, während ich tippe, anzeigt, was diese Kette tut.
Also ich kann einen Parameter ändern und sehe sofort, was das Ding tut, interaktiv. Und am Schluss kriege ich das komplette Kommando ausgespuckt und kann es verwenden. Wie gesagt, your mileage may vary. Für euch kann das alles ganz anders sein. Für euch vielleicht ist vielleicht das eine oder andere Tool relevant. Und pick and choose. Ich hoffe, ich habe für jeden was dabei. Das ist die Liste für heuer. das wird sich nicht ganz ausgehen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Im Vergleich zu den letzten Jahren, ich habe weniger Online-Beispiele. Das ist einfach auch diesem Wahnsinn geschuldet, dass ich ein paar Talks machen musste. Also ich habe weniger Online-Beispiele und mehr Screenshots und Slides. Und wie gesagt, wir können auch einfach irgendwo mittendrin aufhören. Ihr dürft auch gerne rausgehen. Also ich habe kein Problem damit, ich bin euch nicht böse. Gut. Die Alleine-zu-Hause-Edition. Lehnt euch zurück, entspannt euch, habt hoffentlich was zum Trinken. Wir haben XSV. Ich habe ja schon vorhin gesagt, XML Starlet für XML, JQ für JSON. Wer mit CSV-Dateien zu tun hat, möchte sich vielleicht einmal XSV ansehen. Mit dem Ding kann ich Daten indizieren, suchen, sortieren, filtern. Ich kann sagen, ich möchte nur die dritte Zeile und die fünfte Zeile, also quasi ein CUT, also CUT für CSV-Dateien. Da hätte ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir haben in Österreich ein bisschen Open Data, zum Beispiel ein Register aller Bäume, die in Wien gepflanzt wurden, wer für diese Bäume verantwortlich ist und wo diese stehen. Das gibt es als CSV-Datei, nicht als JSON, auch als JSON, aber ich habe es jetzt als CSV-Datei geholt und ich kann mir zum Beispiel mit XSV-Headers Danke. So, was ich sage, das wird rausgeschnitten bitte in der Post-Production, danke. Ich kann also mit XSV-Headers mir jetzt die erste Zeile dieses CSVs anzeigen lassen. Das heißt, ich habe hier schon mal einen sehr schönen Überblick, welche Header habe ich jetzt hier. Irritierenderweise fängt das bei 1 zu zählen an. Und das sieht man hier. Und man sieht das hier nicht. Wieso sieht man da nicht alles? Ich hatte da doch so besser. So. Ah. Probieren wir es noch einmal. Einmal gebt mir noch und dann. Ja, so. Und dann machen wir da noch bei mir jetzt ein bisschen kleiner und dann sind die Punktis auch weg. So, das ist. Na, noch nicht, aber gleich. Da habe ich auch mal schon einen Talk dazu gehalten, wie man mit Temux das so macht, dass ich nicht da die ganze Zeit nach hinten schauen muss. So, aber jetzt. Ja, viel besser. So, das heißt, ich sehe hier meine ganzen CSV-Header und sehe auch gleich den Index dazu und kann dann zum Beispiel sagen, wie viele Einträge habe ich denn eigentlich in diesem Katalog? 212.000, das heißt, wir haben über 200.000 Bäume in Wien. Yay! Dafür gab es doch eigentlich schon Binaries, die das alles machen. Das ist doch nicht ja, aber das ist jetzt neu und in Rust geschrieben und super praktisch. Dann kann ich eben mit XSV, ja, und ohne GUI, also das ist jetzt nicht LibreOffice oder sonst irgendwas. Ich kann dann eben auch sagen, zeig mir den Bezirk, die Baumnummer, jeweils jeder Baum hat eine Nummer, ja, und auch die Gattung an, und zwar ein beliebiges Sample, und da zeig mir das als Tabelle an, und dann kriege ich hier eine schöne Tabelle, welche Bäume jetzt gerade wo irgendwo stehen. Letztes Beispiel dazu, ich wohne im 23. Wiener Gemeindebezirk und wenn ich dort diese Informationen haben will, sehe ich, okay, das Magistrat hat hier, das Magistrat ist zuständig, das ist quasi die Bezirksverwaltung, die Baumnummer und was für ein Baum das ist, sind ein paar sehr schöne dabei. Das kann man natürlich mit Business-Daten auch machen und dann hat das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Wie gesagt. Wie geht der mit Separatoren um?
Separatoren kann ich an. Die Frage war, wie geht er mit Separatoren? Das heißt, Komma Separated Value. Das heißt, er geht mal von Komma, Beistrich aus. Ich kann ihm aber auch im Zweifelsfall einen Strichpunkt angeben und Textseparatoren erkennt er auch. Ihr habt schon mitbekommen, ich bin nicht so der große Fan von JSON. Ich kann damit umgehen, aber ja. Wenn man mal auf die Schnelle mit JSON-Daten was machen möchte und das aber mit den klassischen Kommandozeilentools wie grep oder sonst was machen will, dann ist gron da ganz super praktisch. Gron macht mir das, macht mir nämlich ein JSON-File grepperbar. Das heißt, er macht einfach, er baut diese JSON-Struktur flach um und macht mir immer mit Punkten getrennt die ganze Geschichte heraus. Ich zeige es euch gleich, dann kann man sich es besser vorstellen. Laut Doku eben für APIs mit schlechter Dokumentation oder halt für Menschen wie mich, die JSON nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ich kann zum Beispiel, ich habe hier mit gron, gron kann automatisch einmal HTTP-Requests absetzen, ich kann mir mit gron das Schedule von der Gulasch-Programmiernacht von der aktuellen holen, kann das Ganze dann quasi in Textformat konvertieren, darüber dann ganz normal greppen und mir mit Lästern seitenweise ausgeben lassen. Wenn jetzt das Internet funktioniert, ja, dann seht ihr hier, ich habe json.schedule.conference.days, dann habe ich ein Array, den ersten Eintrag, also den nullten Eintrag, room.rooms.medientheater und so weiter und so fort. Das macht das Ganze für jemanden, der halt mit grep groß geworden ist, viel, viel einfacher als jetzt mit JQ da irgendwie, wie war das nochmal und welche Notation brauche ich jetzt etc. pp. Wie gesagt, das wäre das eine. Ich kann dann zum Beispiel auch, wenn wir schon dabei sind, ich habe das Schedule auch lokal vorbereitet, weil man weiß ja nie mit den Demogöttern. Ich kann jetzt auch einfach in diesem Schedule zum Beispiel nach Lyra suchen und dann einfach mal zählen, wie oft kommt denn der Lyra vor. 5 Mal. Dazu möchte ich etwas sagen. Helft mir. Ja? Wenn ihr Idee für ein Texttool habt, wenn ihr eine Idee habt, wo ihr sagt, boah, da bin ich im letzten Jahr, in den letzten 2 Jahren drüber gestolpert, das ist super praktisch, das sollten alle verwenden, das ist ein ganz ein tolles Tool oder Feature oder ich habe da was gelernt, das ist so geil, erzählt uns drüber, bitte. Ja? Ich möchte in die Situation kommen, wo ich einen oder keinen Talk auf der GPN habe, weil sie so viele tolle Talks und Workshops von anderen Menschen bekommen haben, dass ich einmal eine GPN nur als Zuseher besuchen könnte. Das wäre wirklich, wirklich toll. Das schaffe ich, auch das schaffe ich. Ich helfe euch, wenn ihr wollt, helfe ich euch gerne bei Themenfindung, CFP formulieren etc. Reach out to me, wenn ihr nicht mit dem alten weißen Mann sprechen wollt, sprecht mit den Hexen oder einer anderen Organisation im CCC-Umfeld. Es gibt im CCC-Umfeld, im Linux-Umfeld ganz viele Menschen, die euch gerne helfen, wenn es darum geht, Talks vorzubereiten. Oder zu sagen, hey, ich habe einen Talk gemacht, kannst du mir mal Feedback geben? Das funktioniert ganz, ganz super, mach das bitte. So, hat sich einfach so ergeben mit dem Grep, dass ich das da eingebaut habe. Kann das Gron auch die Rücktransformation, dass man am Schluss mit dem JSON rauskommt? Die Frage war, ob es die Rücktransformation auch kann? Nö. Also, XML2. Nein, du hast die Daten jetzt in einem brauchbaren Format, du musst sie nicht mehr zurückkommen. Also ich vermute mal, wenn sich jetzt jemand hier aus dem Publikum hinsetzt und einen Laptop aufklappt, der ein bisschen mehr Ahnung von JSON hat als ich, dauert es wahrscheinlich ein paar Minuten und dann gibt es eine Pipe, die ungefähr so lang ist und die das dann tut. Und im Notfall schmeißt man noch Perl oder Python an und dann kann man es zwar nicht mehr lesen, aber es tut das, was man will. Wenn es XML2, da gibt es beide Regelschützen. Wie gesagt, also geben tut es alles in dem Fall one way. Ein anderes Tool, auch aus diesem JSON-Umfeld, weil das ist halt mittlerweile die jungen Menschen, wenn ich das auch mal sagen darf. Nee. Die aktuellen Tools leben, also es hat sich JSON als Datenformat durchgesetzt. XML haben wir halt noch so ein bisschen im Business-Enterprise-Umfeld, aber eigentlich JSON ist das Format der Wahl, haben wir ja auch beim EU-Zertifikat gesehen. Und jetzt gibt es dann auch zum Beispiel den Kelly Brazil, der 2019 im November die
die steile These gestellt hat, dass Ken Thompson und Dennis Ritchie, zwei der ursprünglichen Unix-Entwickler, heutzutage wahrscheinlich JSON statt Plaintext als Output für ihre Tools gewählt hätten. I disagree, aber es ist eine interessante Hypothese, über die man schon mal nachdenken kann sofort. Es zeigt sich auch, dass gerade bei vielen Kommandozeilentools mittlerweile die Option Output JSON durchaus vorhanden ist. Also auch hier kann man dann schon eine Mischung machen aus Web-Applikation, Kommandozeile und was weiß ich was allem. Also die Möglichkeiten, hier Dinge zusammenzustöpseln, werden immer mehr. Frage, Punkt. Wenn man jetzt hier mal den Glaubenskrieg anfangen darf, dann kann man ja auch sagen, dass das dann in die Richtung geht von dem, was zum Beispiel sowas wie PowerShell dann tut, damit dass man strukturierte Daten durch seine Pipes durchschubst. Glaubenskriege, sehr schön. Also bitte danach. Also, für Glaubenskriege will ich nicht einen Chunk, da brauche ich einen Single Malt. Also wer heutzutage mit Linux und Kommandozeile arbeitet, sollte auf jeden Fall auch auf einen Blick auf die Microsoft PowerShell werfen. Sie ist spannend. Ich finde dieses objektorientierte Modell von der PowerShell nicht uninteressant und auch wie hier die Daten hin und her geschaufelt werden, ist interessant. Auf jeden Fall anschauen. Wenn dazu jemand einen Talk machen möchte, ich wäre sehr interessiert daran, da mehr zu erfahren. Ich bin halt primär in der Linux-Unix-Welt unterwegs, aber PowerShell für Linux-Kommandozeilen-Nerds wäre ein super Talk, würde ich sofort. Ja, in Go oder Rust, also nicht in Node.js, bitte, alles nur nicht Node.js. Da hört sich der Spaß auf. Also wie gesagt, der Kelly Brazil hat das hier so in die Welt hinausgestellt zur Diskussion, was ich als Diskussionsbeitrag super spannend finde, und hat dann auch gleich ein Tool nachgeschoben, und zwar nennt sich das Jay-Z. Hat jetzt nichts mit dem ähnlich klingenden Rapper zu tun, sondern das ist ein Tool, das im Prinzip den Output klassischer Linux-Kommandozeilen-Tools in JSON umwandeln kann, damit man es dann mit JQ weiter bearbeiten kann. Auch hier wieder die Sinnfrage stelle ich jetzt hier nicht, es ist einfach möglich. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir von Dick die Ausgabe dann nach JC weiterleiten und dann wieder ausgeben, beziehungsweise dann heben ihr auch im zweiten Beispiel mit JQ eine entsprechende Abfrage starten, um die tatsächliche IP-Adresse des Hostnamens zu bekommen. Wie gesagt, man kann darüber streiten, über die Sinnhaftigkeit streiten. Für jemanden, der mit JQ und JSON einfach im Schlaf umgehen kann, ist das natürlich eine unglaubliche Erleichterung. Also wer viel mit Kommandozeilen und JSON zu tun hat, möge sich vielleicht JC ansehen. Ich bin ja so mehr der Mensch, ich schaue mir gerne Dinge an, das heißt, dafür gibt es dann FX. FX ist ein JSON-Viewer, der das Ganze in bunt und schön und themable macht. Also das Thema bunt werden wir heute noch öfter haben. Kann auch reduzieren, das heißt, ich kann hier Daten ein- und ausklappen, zusammenklappen, auseinander expandieren, und es ist, wie gesagt, schön bunt und man kann das Ganze themen. Ich habe vorhin schon Cat erwähnt, beziehungsweise glaube ich fast auch schon verwendet. Es gibt dann neben Cat auch noch Bat. Ist im Prinzip ein Cat-Klon, der eben Syntax-Highlighting macht, das heißt, meinen JSON, YAML, JavaScript, whatever-Code kann ich mir dann in bunt und in Kommentaren ansehen. Ich habe da eine nette Git-Integration drinnen. Und er kann mir auch Non-Printable Characters anschauen. Wer von euch hat schon mal YAML-Files editiert, händisch? Wer ist daran gescheitert, dass es gepasst wird, weil er ein Trailing Space gehabt hat, er oder sie? Also ich schon. Das heißt, das Anzeigen von Non-Printable Characters ist in dem Umfeld zum Beispiel super praktisch. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Und da sehe ich eben auch gleich vom Git, da ist was dazugekommen, da hat sich was geändert. Für einen schnellen Blick auf den File vielleicht mal ganz praktisch. Pink Fluffy Unicorns, wir haben noch mehr Farben, wir haben Color Cat, Sea Cat. Also da gibt es wie Sand am Meer. Mit Syntax Highlighting auch wieder, mit Tab Completion in der Z-Shell. Wird dann auch wieder eben, wenn man zum Beispiel jetzt so wie hier, dann schön bunt und jo. Kann man schon haben, komm. Ja,
Entschuldige, noch einmal bitte. Kann ich dann auch die ursprüngliche CAD-Funktionalität Dateien konfigurieren oder ist es nur? Die haben an und für sich auch die klassische Funktionalität auch. Nicht immer 100% Feature Parity, aber die meisten Tools können auch das, was die Original-Tools können. Neben CAD, was Entwicklerinnen und Entwickler öfter auch brauchen, sind eben Diffs. Auch zum Thema Diffing, also Unterschiede zwischen Files finden, auch so ein klassischer Use Case, den wir seit den 60er Jahren mitschleppen, gibt es immer wieder neue Ansätze. Ein Ansatz ist Delta, kann eben auch wieder Syntax-Highlighting machen, das ist mittlerweile State of the Art. Wir haben ja mittlerweile auch farbige Terminals, wo das Sinn ergibt. Delta kann eben auch Word-Level-Highlighting machen nach dem Levenshine-Edit-Inference-Algorithm, damit ich es rausbringe, und hat eine schöne, auf der Kommandozeile, eine schöne Side-by-Side-View mit Line-Numbering und noch ein paar anderen Features. Schaut dann so aus, kann man auch wieder in hübsch und bunt machen. Das zeige ich jetzt ganz bewusst nicht auf meiner Kommandozeile her, weil da will man ein bisschen mehr Punkte auf dem Bildschirm haben. Andere Möglichkeit, wie gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wäre Diffs so fancy, für Human Readable Diffs, wie sie es genannt haben, man soll damit Defects schneller finden können und Git Header Chunk Handling soll damit ein bisschen einfacher werden. Auf der linken Seite das klassische Diff, auf der rechten Seite Diff so fancy, auch hier wieder in bunt und mit hinterlegten Farben. Damit sind wir noch nicht fertig, wir hätten dann auch noch Diff. Oder weiß ich, also meine Freundin spricht Klingonisch, ich weiß jetzt nicht, wie man das. Ist ein Diff-Tool für YAML. Manchmal kann es auch JSON. Ich weiß nicht, ob es von der Mondphase abhängig ist oder von der Komplexität des JSONs. Frisst eben als Input auch lokale Files, Remote-Files eben über URLs oder eben Standard-Input. Da sind wir wieder beim Thema. Das, was bei einem Tool rauskommt, muss beim anderen wieder hineinkommen und schaut dann eben auch hier wieder in hübsch und bunt aus und eben auch hier wieder plus minus für das Diff etc. Die Werbung wird immer so oben angezeigt? Die Werbung wird insofern so angezeigt, weil er dir da zeigt, between. Kannst aber wegkonfigurieren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe euch vorhin schon erzählt, FZF für mich, der Fuzzy Finder, sensationelles Tool, kann eben zum Beispiel, wenn ich Kill verwende unter Linux, ich mache Kill, Tab und kriege eine Prozessliste in meiner Konsole angezeigt, kann hier mit Regexen suchen, kann hier mit den Cursoren rauf und runter navigieren, ich drücke Enter und meine Prozess-ID steht unten in der Kommandozeile und ich brauche nur noch ein zweites Mal Enter drücken, um den Prozess endgültig ins Jenseits zu schicken. Ein ähnliches Tool wie FZF ist Skim. Ich bin noch nicht überzeugt, dass es FZF ablösen wird bei mir, aber auch hier wieder als zweite Option eben ein Fuzzy Finder, geschrieben diesmal in Go. Diesmal geschrieben in Rust, weil FZF ist geschrieben in Go. Also wer hier eine Sprachpräferenz hat, hat jetzt hier eine Wahl. Hat einen Interactive Mode und hat einen anderen Phase-Search-Algorithmus als FZF, schaut aber dann im Prinzip ähnlich aus und verhält sich auch ähnlich. Juice habe ich heute schon bei Menschen, mit denen ich gesprochen habe, angesprochen. Juice ist eine gemütliche Alternative zu CAD und Juice ist eine gemütliche Alternative zu CAD und manchmal auch AWK und bietet mir die Möglichkeit, eben tabellarische Felder oder Felder, die mit Trennern getrennt sind, schön aufzusplitten, sagen, ich möchte Spalte 3, Spalte 5, Spalte 7 von dem Ding haben. Gib mir eine Sekunde, ich schaue, ob ich da jetzt ein Demo habe oder ob ich dann eine Slide nachliefern muss. Sekunde, lass mich noch das fertig machen und dann wird es vielleicht klarer. Ich habe euch vorhin schon gezeigt, ich habe diese Baumdatei in einen Tab-Separated-File umgewandelt, damit ich da was einfach hübsch herzeigen kann. Und ich habe jetzt gesagt, Choose, mein Field-Trainer ist in dem Fall eben der Tabulator. Ich möchte die Spalte 3, 5 und 8 haben und das Ganze von der Datei
ich hätte es eigentlich BAM-Euler nennen sollen, aber es ist in dem Fall BAM.txt. Und ist ein bisschen, in meinen Augen ist diese Syntax doch ein bisschen leichter lesbarer als das, was man bei AWK schreiben muss. Puristen mögen mir vielleicht widersprechen, aber ich finde es für den Casual Use auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative. Du hattest einen Punkt oder Frage? Ich hatte eine Frage, und zwar kann man da im Gegenzug zu Cut auch die Felder umsortieren in der Reihenfolge? Das ist eine gute Frage. Ja. Mal ausprobieren. Nö. Nö, aber ich kann zumindest angeben, welchen Separator ich für die Felder bei der Ausgabe haben will, was ist schon einmal, also jetzt davon von Komma auf Tab oder sonst was zurückzusortieren, das ginge zumindest. Aber umsortieren nicht, nein, leider. Weil das alle Optionen sind, die ich habe, mehr ist nicht. Nein, die Frage ist, wenn du 3, 8 und 8, 3 angibst, gibt es die Spaltung hier raus. Wenn du die Nummern vertauscht. Ach so, einfach die, also ihr meint jetzt die Nummern vertauschen. 5, 3, so. Ja. Jo. Hey. Sorry, da habe ich jetzt ein bisschen geplaudert. Was ist mit deinem Unicode-Umlaut passiert? Die komischen Kirschen da? Das ist passiert, die Kirschen da sind passiert, wie ich es von CSV auf Tab umgebaut habe. Hat nichts mit dem Tool zu tun. Das Tool kann UTF-8 und 16. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Emojis richtig sortiert, aber das wäre. Ich muss mit meinem Clemen reden, der hatte mal schon einen Emoji-Talk. How do they even work? SD ist ein Search and Displays, macht im Prinzip Ähnliches wie ein SED, also wer SED schon kennt, wird sich wiederfinden, bietet Unterstützung von, macht im Prinzip Suchen und Ersetzen, das was der Name sagt, in einer Datei oder in einem String und bietet mir aber auch die Unterstützung von Regular Expressions an, in einer Syntax, die etwas leichter lesbarer ist als SED. Das wären die entsprechenden Vergleiche. Ich habe also auf der einen Seite ich möchte alle Strings, in denen before vorkommt, durch after ersetzen. Das ist SD, Abstand before, after, relativ leicht lesbar. Wenn ich jetzt eine new line durch ein Komma ersetzen möchte, dann ist das im SED dann schon etwas unleserlich. Ja, dann kannst du AWK verwenden, aber wenn du es mit Z machst, hier geht es um den Vergleich mit Z. Wir können auch gerne, also wenn jemand möchte, eine Session zum Thema Shell Golf oder ob, ich komme zu dieser Lösung mit noch mehr obskuren Tools, bin ich absolut zu haben für. Das nächste Tool, was ich habe, was mir persönlich auch wieder sehr gut gefällt und das wird vermutlich in meinem Toolchest landen, in meiner Werkzeugkiste landen, ist Map. Map, weil das brauche ich immer wieder. Auf alle Dateien in einem Verzeichnis möchte ich eine Operation anwenden, ein SED drüber laufen lassen, ein ZIP, ein CUT, ein was auch immer. Das heißt, einfach auf alle Files, die da jetzt hereinkommen, ein Kommando ausführen. Und genau das macht Map. Ich darf da auch noch, solange ich noch Demos habe, zeige ich das auch gerne her. In diesem Fall habe ich ein LS, also machen wir das doch, LS, hallo, da, LS. Ich habe da einen ganzen Haufen Dateien drinnen. Ich habe ein LS, das pipe ich dann auf mein Map-Kommando hinüber und dann sage ich ihm, was er damit tun soll. Also nein, das Erste, was ich ihm angebe, ist, wie heißt denn die Variable, die ich dann später referenzieren möchte, wo mein Dateiname drinnen steht. Ja, die heißt bei mir F. Und dann sage ich, ich möchte jetzt auf jede Datei, die da durch die Pipe hineinkommt, das Kommando File ausführen. Und nachdem ich hier, Leerzeichen in meinem Dateipfad drinnen habe, muss ich dann die Variable natürlich unter Anführungszeichen stellen, weil sonst haut es ihn ganz fürchterlich auf die Pappen, wie wir in Wien sagen. Und was da passiert ist dann, dass ich im Prinzip bekomme die Ausgabe von File,
für jede Datei. Das heißt, es sagt mir, das eine ist ein ASCII-Text, das andere ist ein Directory, das dritte ist ein Binary-File, das eine ist ein UTF-8 Unicode-Text. Jetzt nur als Beispiel für ein Kommando. Ich habe halt jetzt einfach File genommen, da kann man eben jedes beliebige andere Kommando hineinsetzen. Ich kann auch den Variablennamen mehrmals verwenden. Das heißt, ich kann jetzt hier auch zweimal $F hineinschreiben und er würde es tun. Gibt jetzt bei dem Kommando keinen Sinn, aber ich könnte zum Beispiel... Wo ist der große Unterschied zu XAUX? Ich finde, der Unterschied zu XAUX, danke, das ist im Prinzip die gemütliche Variante von XAUX, weil es einfach klarer in der Syntax ist und für diesen Use Case einfach super praktisch ist. XAUX ist deutlich mächtiger, aber auch ein bisschen, ich muss jedes Mal nachdenken, wenn ich es benutze. Aber das ist, macht das ja erst ein paar Jährchen. Multithreading? Nein, es ist sequenziell. Okay. Also Sache, was XAUX kann, was ja, kann. Ja. XAUX kann Multithreading, aber ja. Genau. So. Das waren so die Dinge, die am Anfang reingekommen sind. Ich hatte in meinen anderen Sessions auch schon eben Z-Shell und habe gesagt, welche Shell ihr verwendet, ist mir im Prinzip gleich, aber denkt ein bisschen darüber nach, dass es mehr als die Bash gibt. Leute, die noch immer die Corn-Shell benutzen, macht das, have fun. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Komfort. Eine Shell, die mir untergekommen ist, ist Xonsh. Muss ich mir auffallen, dass man die Zentner draus fliegen. Das große Alleinstellungsmerkmal hier ist, dass es Python-powered ist. Das heißt, ich kann hier Python-Kommandos und Kommandozeilen-Kommandos mischen und ganz fürchterliche Dinge machen, wenn ich Code schreiben kann. Also ich kann hier eben das len aus Python mit einem Aufruf von curl verbinden und Angst, also was kann da schon schief gehen? Ne? Also aber andererseits, wir leben in einer Zeit, wo wir Curl-Kommandos in eine Root-Shell hineinpipen, um irgendein Programm zu installieren. Also ja, also von dem her. Aber man muss schon einrücken, wenn man da dazu vorschreibt. Ja. Das ist Python. Python ist wie Cobol. Es kommt auf die Einrückungen an. Also wir sind schon wieder Full Circle. Also ich glaube, das wäre auch in so Cobol für Python-Programmierer. Ob da viel? Nein, bös. Aus. Andere Shell wäre Crush. Die hat den lustigen Effekt, da kann ich SQL-Statements absetzen. Das heißt, ich kann jetzt zwar einerseits LL zum Beispiel verwenden und kann aber dann eben sagen, LL where type ist gleich directory. Also für eure Datenbank-Administratorinnen und Administratoren, die mit grep und so nicht zurechtkommen und sort, wäre das vielleicht eine Alternative, nicht? Also LL ist in dem Fall ein internes Kommando, ein Crash-Built-In-Kommando. Ja. Ja, das ist eben, in der Shell macht das Sort andere Dinge. also kann man eben sortieren, filtern, aggregieren, alles was man so aus der SQL-Welt kennt. Es ist noch nicht SQL 92 Feature Complete, aber die meisten Dinge gehen schon. Ja, have fun. Spielt's damit herum. XXH löst dieses, also das Problem, das wir ja dann oft haben, ist mit Shells, die richten wir uns ja dann immer hübsch her. Ne? Wir haben unsere Aliase, wir haben ein Theme, wir haben irgendwelche Konfigurationsdingen, Plugins etc. Das Problem möchte XXH lösen. Ich kann mir quasi lokal eine Sammlung an Settings zusammenstellen, die ich dann auf verschiedensten Rechnern haben möchte. Und dieses Tool sorgt dafür, dass mir das dann dort zur Verfügung steht und auch wieder relativ schnell zu entfernen ist. Ich bin ja relativ oft auf Kundensystemen unterwegs, wo man ja einerseits nicht viel Software installieren kann und andererseits eben auch nach Möglichkeit keine Config verändern soll, beziehungsweise dann auch wieder rückstandsfrei das System verlassen sollte. Das, was das hier macht, ist eben, ich bereite mir das Ganze vor und dann SSH ich mich auf eine Maschine, das ist in dem Fall die Ubuntu, will meine Z-Shell haben, weil ich bin halt die Z-Shell gewohnt, habe keine Z-Shell, habe keine Fish-Shell.
dann kann ich einfach XXH verwenden, um auf den Ubuntu-Server, das heißt, der macht den SCP auf diese Maschine dann hin, ins Verzeichnis.xxh, mir meine komplette Konfiguration, die ich mir vorher vorbereitet hat, hinkopiert, die Pfade Environment anpasst und ich kann dann dort damit arbeiten. Und wenn ich auf dem remoten Server dann das .xxh-Verzeichnis in meinem Home-Verzeichnis lösche, ist alles wieder weg und alles wieder gut. Ich brauche keinen Root dafür, ist alles im User-Kontext. Das ist, nein, mit unterschiedlichen Prozessorarchitekturen haben wir hier nichts zu tun. Wir leben hier in der Intel-Welt und nein, denk doch nicht so weit mit, bitte. Wird aber jetzt lustig, also da wachen jetzt gerade viele auf, was unterschiedliche Prozessorarchitekturen betreffen, weil alle jetzt einen Apple M1 wollen und ARM ist halt nicht, ARM ist nicht Intel. Gut, aber nicht nur, man kann nicht nur eigene Shells und Shells customizen, es gibt mittlerweile auch Tools, die sich nur darum kümmern, den Prompt anzupassen. Ein so ein Tool ist Starship, also man kann hier Tage, Stunden, Wochen damit verbringen, den Prompt anzupassen. Das Ding funktioniert sogar mit der Microsoft PowerShell, weil wir sind ja mittlerweile, haben wir uns alle lieb und wir sind nicht mehr, bezeichnen nicht mehr den anderen als Krebs. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, ich brauche einen Nerdfont installiert, wenn ihr nach Nerdfont sucht. Das ist ein Font, der ganz, ganz viele Symbole drinnen hat. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man eine Krabbe dann in der Kommandozeile haben will, weil man, ich glaube, Rust ist das, oder? Ja, wenn man mit Rust gerade was zu tun hat. Und dieser Nerdfont hat halt eben ganz, ganz viele von diesen Symbolen, Emojis und sonst was drinnen. Wer noch immer seinen Tee mit abgespreizten kleinen Finger trinkt, greift natürlich dann zu Oh my posh, macht im Prinzip dasselbe in bunt oder noch bunter, schaut dann zum Beispiel in der Microsoft PowerShell so aus. My little PowerShell, ne? Gut, also wie gesagt, also da, im User Interface Design und in, kann man sich mittlerweile ganz, könnt ihr euch alle ganz austoben ohne Ende. Es gibt aber auch noch ein paar andere Tools, die vielleicht ein bisschen mehr praktisch. Nein, User Interface ist schon wichtig, aber. Müssen wir die mit E-Wahl aufrufen oder machen die neue Shell auf oder wie setzen die? Die setzen das in der Umgebung und wenn du eine neue Shell aufmachst, hast du dann die Settings. Schaust dir an, es ist sind zwei Kommandos und die Sache ist erledigt. Ein nettes Tool, das auch durchaus, wenn man mit Netzwerken und DNS und so weiter öfter zu tun hat, ist Q. Nein, das schiebt keine blöden Meldungen wie der aus Star Trek. Das ist ein DNS-Client, ähnlich wie DIG. Also ich kann hier A-Records abfragen, ich kann MX-Records abfragen. Unterstützt sowohl Legacy-IP als auch IP natürlich und unterstützt eben, ja, es ist so. Hey, euer Finanzamt unterstützt mittlerweile IP, also IPv6, ja, seid stolz drauf. Q unterstützt eben neben UDP und TCP eben auch DNS over QUIC, DNS over HTTPS, DNS over TLS und Oblivious DNS over HTTPS. Also alles, was momentan so in den letzten Jahren an optionalen DNS-Dingern erfunden wurde, könnt ihr damit testen und ausprobieren. Ihr könnt DNS-Signaturen abfragen und so weiter. Also das Ding ist wirklich praktisch und es ist bunt. Also da eben Quad A und MX Record und wenn man dann DNSSEC macht, kriegt man dann eben auch zum Beispiel das obere Beispiel ist mit QUIC und das untere Beispiel ist dann DNS over HTTPS, glaube ich, müsste das jetzt sein. Ne? Ja. Wenn wir schon beim Netzwerk sind, es gibt natürlich auch Ping. Ah, doch. Aber in dem Fall G-Ping. Also, und das G steht in dem Fall für Graph, das heißt, das Ding malt, das ist diese eine Grafik, wo er ewig zum Denken braucht, genau, er malt dann so hübsche Greifchen hin, wenn man Ping macht, ne? Also, schick, oder? Ähm,
Es gibt aber auch noch andere Pings. Und dann, es gibt IO-Ping. Ich kann nämlich auch meine Festplatten mittlerweile anpingern. Das Folgeping macht das nur ICP-Ping. Ja, das macht nur ein ICP-Ping. IOP-Ping pingt deine Festplatte. Das heißt, ich kriege zum Beispiel Info über Latency. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es müsste noch Legacy-IP sein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, weil die Frage kam. Ich kriege aber auch zum Beispiel die mittlere Zugriffszeit oder eben die Sequential Read Speed von der Festplatte raus. Kann durchaus mal praktisch sein, wenn man mal wieder wem beweisen muss, dass es nicht am Programm, sondern an der Festplatte liegt, warum nichts weitergeht. Was kommt beim normalen Ping? Ich habe es nicht ausprobiert, aber es wäre... Oder so die USB-Platte abziehen und dann so... Kann sein, weil er denkt jetzt gerade wieder, weil er über die... Also wenn G-Ping und IO-Ping denselben Link drunter hatten, dann muss ich nochmal... Ja. IO-Ping, ja, dann habe ich einen Fehler gemacht. Der Barcode stimmt, der Textlink stimmt nicht. Ich weiß das, das habe ich nämlich nachgesehen. Der Barcode stimmt. Aber ich fixe das, fürs Upload. Wenn wir schon bei Festplatten sind... Ganzen Haufen an Tools gibt es auch, um Verzeichnisse zu navigieren. Eins davon ist Brute. Also, I'm Brute. Das Ding zeigt mir eben eine hübsche Hierarchie an, hat Auto-Cut-Off. Was damit gemeint ist, ist eben hier 25 Unlisted. Das heißt, er zeigt mir ein paar an und den Rest sehe ich erst, wenn ich dann in das Ding hinein navigiere. Mit Alt-Enter komme ich aus dem Ding dann wieder zurück auf die Kommandozeile und habe den Dateinamen dann gleich als Parameter dort stehen, etc. pp. Ich kann suchen, ich habe Regex-Suche drinnen, das ist ganz praktisch. Wenn wir schon bei Disken sind, wir haben NCDU, Disk Usage Analyzer. Das dürfte in den letzten 2,5 Jahren ein ganz großes Betätigungsfeld von ganz vielen Menschen gewesen sein. Was für Daten habe ich auf meiner Festplatte und warum sind sie so groß? Und wo sind diese großen Dateien? NCDU, eben ein Encursus-Interface, kompiliert auf allem, was irgendwie Encursus kann, sprich sollte auch auf einer AX oder einer HPUX laufen. Ein anderes Utility wäre dann DAF. Das kann zum Beispiel auch JSON ausgeben und passt sich, was anscheinend man extra herausheben muss, auch an die Terminalbreite an und schaut eigentlich auch ganz hübsch aus. Ne? Also, eine andere Option ist Dust, das ist auch so, ja, wie du, aber mehr intuitiv. Filtert eben diese, du hast keine Zugriffsberechtigungen raus und es ist natürlich auch in bunt und macht hübsche Blöckchen-Grafiken. Ne? Also auch hier, ja, kann man mögen. Warum ist mein Steam-Folder so groß? Natürlich gibt es dann auch noch einen DU-Tree, der macht das auch in bunt und macht die Directories auch anders und aggregiert hier auch Files und macht auch wieder Klötzchen-Grafiken, diesmal aber von oben runter und nicht von unten hinauf. Wer jetzt zu viel Farben sieht, ja, das kann auch am Tool liegen. Steht aber in dem Fall für LS Deluxe und ist im Prinzip genau das, was man erwartet, ein sehr, sehr buntes LS. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut mit der Regelung, GoTo wird nicht verwendet. In dem Fall, das ist so ein seltsames Utility, man kann sich händisch Aliase anlegen für Directories und mit GoTo dann anspringen. Und GoTo bietet einem das auch zur Auswahl an. Es ist irgendwie so ein bisschen ein seltsames Tool. Ich gebe GoTo, ich muss diese BC steht für etc-bash-completion.d, das muss ich händisch anlegen. Also es lernt nicht automatisch dazu, ich muss ihm das alles beibringen. Ich habe es nett gefunden, aber ja. Wie gesagt, ich habe vorhin auch schon erwähnt, bei mir kommt, wenn ich Steuerung R drücke, FZF dann und gibt mir meine History zum Durchsuchen. Eine andere Option wäre McFly. Das dann eben auch unter anderem, das hat ein kleines neurales Netzwerk, so.
Artificial Intelligence, hat also ein bisschen Artificial Intelligence drinnen, berücksichtigt das aktuelle Verzeichnis, in dem ich bin, und zeigt mir dann entsprechend davon, von meinem Kontext etc. an, was es denn glaubt, was ich jetzt als nächstes gerne aus der Historie hätte. Eine Frage, die mir bei den letzten zwei Jahren auch immer wieder gestellt wurde, war, soll ich jetzt Tool X oder Tool Y verwenden? Welches von den zweien ist eigentlich schneller? Um diese Frage zu klären, gibt es mittlerweile Hyperfine, das wirklich statistische Analyse macht. Also wenn hier jemand im Raum ist, der oder die sich mit Statistik auskennt, das gibt einen ganzen Talk her, ja, mindestens. Und Workshop. Und es ist natürlich auch bunt. Nachdem wir jetzt alles... CSV, JSON, Markdown und SGDoc. Ich bin vorbereitet. In dem Fall, zufälligerweise. Nachdem wir jetzt alles in Rust anscheinend neu schreiben, gibt es natürlich auch ein PS-Replacement für Rust. Auch wieder in bunt. Und mit Multicolumn Keyword Search, also das Ding ist schon, und Treeview, das Ding ist schon schön bunt und kann auch schön suchen. Curved Bildschirm bevorzugt, weil sonst... wenn wir schon beim Thema Prozessmonitore sind, gibt es dann neben Top natürlich jetzt mittlerweile auch ein Bottom. Die anderen Scherze überlasse ich euch, die lasse ich jetzt weg, das schaut dann irgendwie so in hübsch und bunt aus. Ich habe im 2019 eben diese ganzen Top-Dinger gemacht und da sind noch ein paar nachgekommen, wie auch zum Beispiel B-Top. Das eignet sich zum Beispiel auch sehr, wenn mal wieder das Film, wenn man wieder eine Filmcrew oder so irgendwie ins Haus kommt, weil das macht so hübsche bunte hübsche bunte Dinge. Das führt mich jetzt zu meiner Sven Gugges-Sektion, weil Sven lebte ja quasi, also es lebte. Ja, kann ich schon sagen, lebte quasi auf der Kommandozeile, hat alles auf der Kommandozeile gemacht, Matt, Web, alles. Und auch hier gibt es für die Menschen, die gerne auf der Kommandozeile leben oder in einem Tiling Window Manager, hat es jetzt ein paar neue Programme gegeben. Eins davon ist zum Beispiel Music Cube, ein Music Player, der auch als Streaming Audio Server agieren kann und auch eine Android iPad, die dann aber nicht im Textmodus läuft auf Android. Schaut so aus, hat ein nettes N-Curses Interface. Macht das, was es verspricht, es spielt Musik ab. Anderes Tool ist, man möchte ja vielleicht, oder Mensch möchte vielleicht einmal von der Kommandozeile eine Google-Suche absetzen. Dafür gibt es mittlerweile den Googler, der eine Google-Suche, jetzt, man kann es natürlich auch über Links machen, hübsch aufbereitet, Cursor-Navigation bietet und das Ganze dann in hübsch anzeigt. So. Kann ich dir jetzt nicht sagen, es ist, glaube ich, ziemlich hart auf Google und auf das Google Layout ausgelegt. Bitte? Kann das was? JSON. Ob das JSON kann? Gute Frage. Da ist der Link. Googles. Well played. Ab und zu möchte man auf der Konsole vielleicht auch mal ein Bild oder zwei ansehen. Meistens bekommt man dann per Mail oder so irgendwie auch mal ein Bild. Dafür gibt es jetzt View. Wenn man eins der modernen Terminals hat, wie eben iTerm oder also ein Terminal, das iTerm oder Kitty unterstützt, kommt das sogar in hübsch bunt. Wenn man das nicht halt, fällt das zurück auf die klassischen Half-Block-Anzeigen und das schaut dann zum Beispiel so aus. Also kann auch Animated GIF. Noch nicht, schick mir einen Link, schaue ich mir gerne an. Anderes Tool, Hexyl als Hexviewer auf der Kommandozeile, auch wieder hübsch bunt, ihr erkennt das Thema. Nein, ich weiß nicht, ob das JSON rauspushen kann. Nee, es ist nur Fileviewer. Also kein Hex-Editor oder so irgendwie. Nein, aber ich brauche Zeilenadressen. Also, ja, nein, Zeilenadressen sind jetzt, zeigt jetzt nicht. Gibt es vielleicht als Kommandozeilenoption? Was für mich ganz nett ist, ist Glow. Man rendert Markdown direkt auf der Kommandozeile. Ist kompatibel von den Tastaturbelegungen her zu Less und kann auch hübsche Dinge anzeigen. Also, das schaut eigentlich ganz nett aus und ist gut lesbar und schaut gut aus.
Und damit kommen wir dann so ein bisschen zu den Exoten in der ganzen Liste. Ein Tool, das mir jetzt gerade während der Pandemie, während der letzten 2,5 Jahre irgendwie gute Dienste geleistet hat, ist vom Eduard Klein das Vollsysign. Das nimmt ein elektronisches PDF und macht daraus ein PDF, das so aussieht, als hätte man es durch ein Fax gejagt. Und das, also macht es ein bisschen schief, macht es ein bisschen zerrissen und ermöglicht mir dann auch noch quasi eine Unterschrift für die Ämter etc. einzufügen. Das schaut dann eben so aus, links das Original und rechts dann... Wie gesagt, der Applaus gebührt dem Eduard, das Tool ist sensationell schwachsinnig. Ich liebe es. Bitte? Zeilenschwärzen weiß ich nicht, aber schick ihm doch einen Feature-Request auf das GitHub-Repository, GitLab-Repository. Ich glaube, der baut das sofort ein. Wir kennen das alle auf der Kommandozeile, man vertippt sich mal, man muss einen Befehl nochmal eingeben und da wäre es doch schön, wenn man ein bisschen Unterstützung bekommt und das Ganze ein bisschen verbessern könnte, also einfacher machen könnte. Und dazu kommt halt auch, die letzten 2,5 Jahre waren nicht leicht, wir sind alle ein bisschen genervt, der eine oder andere Fluch rutscht uns schneller über die Lippen, dafür gibt es jetzt Fuck. Macht eben korrigiert Fehler im vorherigen Konsolenkommando und man kann das auch einfach auf vollautomatisch stellen. What could possibly go wrong? Sie warnen aber sehr schön. Also ne, so apt-get, der klassische Typo. Ich sollte mir das wirklich antrainieren für meine Demos. Dann Und damit bin ich dann eigentlich auch schon fast am Ende. Ich brauche dann nur noch, genau, das letzte Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist USB-Kill. Das ist ein Tool für einen Anti-Forensic-Kill-Switch. Das heißt, das hört einfach zu, ändert sich was am USB-Stick, an einem der USB-Ports, und wenn sich an einem der USB-Ports was ändert, fährt es automatisch den Computer down, und auch das habe ich als Demo vorbereitet. Dankeschön, das war's. Wir haben noch 3-4 Minuten. Ich weiß übrigens jetzt, warum deine Talks so beliebt sind. Dankeschön. Zwei kurze Fragen. Es gibt noch Mannerschnitten. Intelligente Frage, Mannerschnitte, sie wird beantwortet. Die Frage. Sie sind alle platt. Da ist eine Frage. Ja, sorry, ich weiß, ob es in der ganzen Vergangenheit oder heute war auf jeden Fall nicht, aber Pandoc schon mal erklärt hast. Pandoc ist ein sensationelles Tool, das ist eher so das Schweizer Armeemesser unter den Formatkonvertierungstools. Du hast dich gerade freiwillig gemeldet, nächstes Jahr einen Talk dazu zu machen. Dankeschön. Ganz hinten, Sarah. Ja. Gleich mit die junge Dame ganz hinten und dann der junge Herr in der Mitte. Wie ist das mit Ponysay? Hast du damit schon Erfahrungen gesammelt? Ponytail? Ponysay. Das ist Cowsay mit lustigen, bunten Ponys. Nein, wieso kenne ich das noch nicht? Schick mir den Link bitte. Das hätte ich doch sofort eingebaut. Da vorne,
hinter der Säule. Du musst um die Säule rum. Ah, okay. Ich habe eine Frage zu der Python-Shell. Und zwar gab es, glaube ich, vorhin in dem Screenshot nicht diese Zeilentrenner, die man bei der Bash oder bei der ZSH nutzt. Wie schicke ich denn den Befehl ab, wenn ich mit Zeilen... Umbrechungen und mit Tabs arbeiten muss. Frag mich bitte nicht, du möchtest nicht, dass ich Code schreibe. Ich Steuerung, Enter oder so irgendwas. Also, gut, ich glaube, das wird dann jetzt die letzte Frage. Ja, ein, zwei Minuten können wir überziehen, oder ist da nachher noch was in dem Raum? Können Sie nochmal die Folie mit dem QR-Code für die Python-Shell da zeigen? Oder so. Die Python-Shell. Ja, die Python. Wieso ist die so beliebt? Ich krieg Angst. Ich freue mich schon auf die Talks nächstes Jahr, aber gib mir eine Sekunde, ich finde sie sofort. Mach mal die nächste Frage. Nur noch einen Satz zu stellen. Bitte? Wo habe ich denn? Ich verliere da den Überblick. Noch eine Frage? So? Während der Martin sucht, vielleicht noch einen Nachsatz zum Sven Kukes von der Kommandozeile. Er hat alles im ASCII-Terminal gemacht, selbst seinen geliebten Vim. Das ist also, wie du das ja hier auch machst, mit ganz vielen DUs und sonst was alles in ASCII-Art, das finde ich schon richtig cool. Ja. Grafik, ja. In Klötzchen-Grafik und sowas. Ja. Also der war wirklich auch ein Mr. ASCII. Ja, ja, ja. Dankeschön. Die waren doch, die hatte ich doch relativ... Oh Gott. Ah, so, das war die Python PowerShell, die da war das, ne? Ja, die wolltest du nochmal haben. Gut, sonst noch? Ich glaube, wir sind durch. Ja, das bin ich jetzt auch. Nach vier Talks und einem Workshop mit 60 Leuten bin ich jetzt wirklich durch. Ich sage noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle GPN und trinkt einen Junk. Schönen Abend noch.